but I'm waiting to be fading into another world to be another place because this is too horrible. Jedenfalls bin ich irgendwann an einem Punkt gewesen, weil ich war jetzt nicht im Knast wegen einer schlimmen Sache, die ich gemacht habe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendjemanden tatsächlich geschadet habe mit dem, was ich getan habe, dass ich jetzt irgendwie massiv schlechtes Gewissen haben muss, weil ich irgendeinem Menschen tatsächlich wehgetan habe oder so. Beziehungsweise so, dass, also, keine Ahnung, ich hatte auch nie die Intention, jemanden zu verletzen oder irgendwie was Böses zu tun, und es ist auch nichts passiert, was irgendjemanden dauerhaft hinterherhängt oder so, oder dass ich jemand bestohlen habe oder so, der darunter leidet. Also ich habe noch nicht mal jemanden bestohlen, von daher keinen persönlich irgendwie angegriffen, weil ich Spaß daran habe oder so, jemand weh zu tun. Wenn, dann habe ich mich nur gewehrt, wenn es mal sein musste, und mich nicht gut verteidigt oder so. Aber es spielt ja keine Rolle. Aber irgendwann kommt man halt so an einen Punkt, wo einem das alles egal ist, und deswegen bin ich raus auf die Straße gegangen, habe angefangen, einfach meinen Rap mal auf die Straße zu bringen. Hip-Hop kommt von der Straße, ist doch cool. Dann bringe ich halt Hip-Hop wieder zurück auf die Straße. Und mittlerweile geht das ja auch mit den Bluetooth-Boxen und einfach mal ein Beat abspielen und darauf rappen oder singen oder, ja, kannst halt machen. Und ich habe gemerkt, man kann halt auch Geld damit verdienen auf der Straße. Zumindest genug für zu essen und ein bisschen was mehr. Und deswegen habe ich das gemacht und mache das auch noch weiter. Bin mal gespannt, wo mich das halt hinführt. Ja. Und ja, ich habe halt überlegt auch, ich würde schon gerne ein Videotagebuch öfter mal machen auf meinem Weg und mich mitteilen. Und ich würde auch gerne, eigentlich wollte ich professionellere Videos auf YouTube machen. Und so hatte ich mir überlegt, aber mir fehlt dazu im Moment die Kraft. Und naja, ich weiß nicht. Es ist auch nicht so wichtig, weil mir ging es halt nie um Selbstdarstellung. Und ich habe auch nie ein Video gemacht, um irgendwie Klicks zu bekommen und so. Ja. Was ich aber gemerkt habe, als ich jetzt mal so in mich gegangen bin, die 2 Monate hier in Kassel, wo ich mal Zeit für mich hatte, da habe ich einfach gemerkt, so wir werden eigentlich permanent manipuliert durch alle möglichen Bildschirme um uns rum oder durch Leute, die uns irgendwas erzählen, ne, und abgelenkt von, durch diese Manipulation, auch durch Schule, auch durch Leute auf der Arbeit und das, was die halt konsumiert haben auf irgendwelchen Bildschirmen oder in irgendeinem Buch gelesen haben oder sonst was. Das alles lenkt einen von einer Sache ab, und zwar von sich selbst. Davon mal wieder zu sich selbst zu kommen. Wir kommen ja gar nicht mehr zu uns. Vor lauter Gedöns, was da überall um uns herum passiert, kommen wir einfach gar nicht mehr zu uns selbst. Und deswegen vergessen wir uns selbst. Vergessen, worum es eigentlich ging. Was wir eigentlich wollten. Und ja, das ist ein Problem. Ich denke, wir sollten versuchen, wieder uns die Zeit zu nehmen, zu uns selbst zu kommen. Und eben zu meditieren, auch wenn ich das selbst nicht so gut schaffe. Und ja, deswegen einfach wieder regelmäßig sich mal hinzusetzen, ohne irgendwelchen Gedöns um sich rum,
und sich dann auch nicht ablenken zu lassen von irgendwelchem Kram, der um einen rum passiert, sondern einfach mal zu sich selbst zu kommen. Weil dann nimmt man auch mal wahr, worum es eigentlich im Leben geht und ist nicht die ganze Zeit eben so abgelenkt und manipuliert von dem ganzen Gedöns. Ob es jetzt gut ist, das zu machen oder jenes zu machen, ob man atmen muss oder ob man hüpfen muss oder ob man sich den Mund zuhalten muss oder ob man sich die Augen zuhalten muss oder ob man eine Brille braucht oder ob man sich am besten die Kugel gibt oder so. Das ist doch egal. Bla 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 bla. Was bringt das denn? Aber ich habe eins gemerkt, also es geht auf jeden Fall bei den meisten Leuten nur um Geld. Ja. Ich habe in Koblenz auch etliche Hausverbote in irgendwelchen Läden gekriegt. Nur weil die wussten, ja, von dem landet halt nicht mal eben irgendwie ein Zwanni auf dem Tisch. Ne? So. Und dann beschwert sich irgendjemand wegen irgendeiner Kleinigkeit und so. Das, ja, es sind so unterschiedliche Menschen, gibt es auch. Ne? Aber Koblenz ist halt echt extrem asozial. Ich war in Berlin 20 Tage und hatte fast gar keinen Stress. In Koblenz habe ich voll den Mega-Stress gehabt. Ich wollte sogar schon zu der Stadtratssitzung da. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen auf dem Land halt, die sind so engstirnig. Und dann kommt noch dazu, dass halt Koblenz von so einer Drogenmafia regiert wird. Da sind halt viele Leute sehr frustriert, ne? Teilweise dann auch weggeballert oder total besoffen oder so und lassen ihren Frust dann eben, wenn sie auf Drogen sind, an anderen aus. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, ey, weißt du, eigentlich müsste man nur das gesamte Koks der Welt vergiften, sodass jeder Kokser, der sich die nächste Nase zieht, einfach tot umfällt. Dann hätten wir vielleicht schon einfach viele Probleme weniger, aber das ist halt auch zu negatives Denken. Im Endeffekt müssen die ja irgendwann selbst vor ihrem eigenen schlechten Gewissen gerade stehen. Ich meine, über dem Gesetz stehen die ja scheinbar schon, aber irgendwann müssen sie halt vors jüngste Gericht oder so, ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Und wenn es nicht so ist, ist es auch egal, weil wenn es nicht so ist, dann stirbt man irgendwann und dann ist es vorbei. Und dann interessiert es einen auch nicht mehr. So. Aber ich kann jetzt noch das Beste machen. Und wenn ich mich gut damit fühle, was Gutes zu machen, auch wenn ich von allen anderen als Loser angesehen werde, weil ich keinen dicken Mercedes fahre, dann ist doch cool. Ich bin glücklich damit. Ich springe dann halt einfach in irgendein scheiß Wasser ins Meer oder ich gehe auf den Berg und schrei oder was bringt das denn? Was nützt das denn, wenn ich irgendwie die ganze Zeit darüber nachdenke? Also ich würde mich, glaube ich, nicht toll fühlen, wenn ich eine dicke Goldkette hätte. Ich fühle mich auch nicht besser, weil ich mehr habe. Ich fühle mich vielleicht sogar besser, wenn ich weniger habe. Ja. Man kann es auch genau umgekehrt machen. Man kann ja auch einfach mal alles verschenken, sich auf die Straße setzen und drauf scheißen. Geht auch. Ja. Ist aber wahrscheinlich immer noch besser, als sich die Kugel zu geben, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Wir werden schon sehen, wo das alles hinführt. Ich finde es jedenfalls gut, auch Kunst auf der Straße zu machen, weil man kommt mit vielen Menschen ins Gespräch. Man lernt Menschen kennen, die man sonst nie kennenlernen würde. Das ist interessant. Und ja, ich weiß nicht, ich würde halt gerne die ganze Welt verändern, aber die Welt will das ja gar nicht. Also kann ich ja nur mich selber ändern. Und deswegen ändere ich halt an meinem Leben was und guck mal, wo mich das hinführt. Und
wenn mich das nirgendwo hinführt, dann baue ich mir halt irgendwo ein Baumhaus, wo es niemanden interessiert und scheiß auf alle anderen. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die Bock haben, mehr zu machen als ein Sklavendasein zu führen für irgendein komisches System, das dafür sorgt, dass das, was sie tun, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Das ist irgendwie dämlich. Extrem dumm. Nö, also das will ich nicht. Und deswegen soll es mir recht sein, wenn nichts passiert in meinem Leben, was mich als den tollsten Menschen ever dastehen lässt und scheiß auf Jeff Bezos, aber weißt du, wer weiß, vielleicht habe ich ja auch eine gute Idee und bin in 10 Jahren einer der reichsten Männer der Welt oder in 20. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Keine Ahnung, ey. Ich hätte da so ein paar Ideen, auf jeden Fall. Sicher. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die da Lust drauf haben. Wir werden sehen. Ja,